Chatten, bloggen, kommentieren, Gruppen gründen, Musik und Bilder austauschen. Social Communities ziehen auch zunehmend jüngere Internetnutzer in ihren Bann. Die meisten jungen User bewegen sich wie selbstverständlich in den zahlreichen sozialen Räumen des Web 2.0, so wie der 12-jährige Adam. Aber auch seine beiden jüngeren Geschwister Lilly und Tillmann interessieren sich für soziale Netzwerke im Internet. Ich spiele ja so ein Spiel, da ernte ich so, und mein Bruder war zufällig mal dabei und der kommt dann auch immer jeden Tag, wenn ich das mache, zu mir. Ja, und die stellen mir auch manchmal Fragen, was ich gerade mache und so. Haben die alle dieselbe Funktion? Nein, das ist für Hühner und... Ja, also da erntet man einfach, baut Sachen an und da muss man immer Sachen machen. Also sich um den Bauernhof kümmern. Also ich finde gut, dass man sich mit den Freunden unterhalten kann. Dann kann man sich zum Beispiel verabreden oder über die Schule reden. Der Wunsch nach Zugehörigkeit in sozialen Netzwerken ist groß. Immer häufiger gehen bei den Betreibern der beliebten Netzwerke auch Anfragen von unter 12-Jährigen ein, die Teil einer solchen Community werden wollen. Ich würde mich auch gern in einem sozialen Netzwerk anmelden, weil man da spielen kann und sich und anderen schreiben kann. Die können einem dann sofort zurückschreiben und so. Diesen Wunsch nach virtueller Zugehörigkeit kennt Bianca Post aus ihrer aktiven Medienarbeit mit Kindern und Eltern zum Thema Sicherheit im Internet. Das Tolle an sozialen Netzwerken ist, dass man da soziale Kontakte knüpfen und pflegen kann. Das heißt, man kann Freunde treffen und man kann neue Freunde kennenlernen. Und bei vielen ist es halt so, dass, wenn das bei Mitschülern sehr populär ist, die natürlich auch dabei sein möchten und mitreden möchten. Wir haben das in unseren Kursen ganz oft, auch schon in 5. Klassen, dass es viele Kinder gibt, die sich schon in Netzwerken angemeldet haben und die sich da dann auch in Gruppen zusammenfinden, die zum Beispiel heißen, ich bin noch nicht 12, aber ich bin halt trotzdem hier drin. Und wenn die anderen das mitbekommen, möchten die natürlich dann auch mitmachen. Bei älteren Jugendlichen ist es so, dass die Netzwerke auch ganz viel nutzen, um sich selber zu präsentieren und sich halt möglichst attraktiv zu zeigen. Bei Jüngeren überwiegt dagegen eher das Spielen. Also ich finde hier am besten zum Beispiel die Spiele. Also da gibt es mehrere gute Spiele. Manche sind auch nicht so gut, aber an der Seite gefällt mir die Spiele. Es gibt eine Reihe von Communities, auch schon für Kinder. Die zeichnen sich dadurch aus, dass ganz viele Spiele angeboten werden. Da ist es aber leider bei einigen so, dass die Spiele nicht immer kostenfrei sind, beziehungsweise dass dann auf kostenpflichtige Angebote weiterverlinkt wird und dass viele Seiten auch sehr viel Werbung beinhalten. Den Eltern empfehlen wir zum Beispiel immer, sich mal zu informieren auf der Seite chattenohnerisiko.de. Da gibt es viele Infos darüber, wie ein risikoarmer Umgang mit digitalen Kommunikationsangeboten gepflegt werden kann. Und da gibt es auch den sogenannten Chatatlas. Und da werden verschiedene Angebote für Kinder als auch für Jugendliche pädagogisch bewertet und nach unterschiedlichen Sicherheitsniveaus eingestuft. Sehr empfohlen werden in dem Chatatlas zum Beispiel kindernetz.de oder tv.de. Seit Sommer 2010 ist auch ClipClap online, das Kindervideoportal des Deutschen Kinderhilfswerks. Hier haben 8- bis 12-Jährige die Möglichkeit, ihr eigenes Profil zu erstellen, Videos hochzuladen und anzuschauen, Beiträge zu kommentieren oder einen eigenen Trickfilm zu basteln. Die Nutzung sozialer Netzwerke durch Kinder wirkt sich auch unmittelbar auf den Familienalltag aus. Der Computer steht bei uns in der Küche und jeder darf nur eine halbe Stunde im Internet spielen oder seine Sachen machen. Wir müssen davor die Hausaufgaben erledigt haben, weil sonst spielen wir zuerst am Computer und danach haben wir da keine Lust mehr und wir machen die Hausaufgaben dann ganz schlampig oder so etwas. Die kommen auch nicht alleine ins Internet rein. Also von daher wissen wir schon, wann sie loslegen. Und wir haben es auch nicht gerne, wenn sie sich damit auf ihr Zimmer verkrümeln. Es ist also meistens in der Küche. Wenn jetzt einer anfängt, dann müssen alle anderen gleichzeitig auch.
Und dann fängt es mir, also es liegt vielleicht dann auch an mir, wenn ich dann sehe oder merke, da wird nur so rumgeklickert und so, dann fängt mich das auch an zu nerven. Naja, sie haben ja ihre halbe Stunde und so, aber das so rumklickern und so rumdameln und dann kein Ende finden, das fängt dann an, mich zu nerven. Diese Netzwerke haben natürlich irgendwo eine Funktion, die wir gar nicht richtig verstehen können, weil wir uns in unserer Jugend eben nicht auf die Art und Weise ausgetauscht haben. Wir versuchen, dass ein vernünftiger Umgang sich etabliert. Das ist die Prämisse. In den Rahmenbedingungen, in denen sich die Kinder aufhalten, ist das etwas, was wir akzeptieren, ohne es zu lieben oder eine Art von Empathie für sowas entwickeln zu können. Viele Eltern machen sich Sorgen um ihre Kinder. Das reicht von diffusen bis zu ganz konkreten Ängsten. Es gibt Eltern, die trotz ihrer Sorgen einer Community-Nutzung der Kinder ganz offen gegenüberstehen. Es gibt aber auch Eltern, die den Umgang damit